Was müssen wir denn eigentlich tun? Wie war das denn? Was müssen wir denn tun? Beim letzten Mal ist schon ganz schön lange her. Unheilvolles Buch aus den Sümpfen. Ein Buch, das wir in den Sümpfen unweit von New Orleans gefunden haben. Es ist in mehreren Abschnitten unterteilt, die mit Symbole ausgeschmückt sind. Eines dieser Symbole haben wir überall auf dem Bayou und nahe dem Altar unter dem Londoner Hafen gesehen. Das Buch ist mit einer unbekannten Sprache geschrieben, aber vielleicht gelingt es dem Mr. Barnes, einige Seiten zu besitzen. Ah, ich erinnere mich. Die Nachricht, die Davy entschlüsseln konnte, ist an Ashmat adressiert. Sie lautet: Wenn das Unwetter zu toben beginnt, wo alle Schiffe ihr Ende finden, bei Stephson wegweisendem Licht, die letzte Umarmung aller Auserwählten. Okay, kann ich jetzt endlich mein Outfit ändern? Meine Güte, lang, langes her. Sexy. Wir bleiben beim Fes. Und du trägst... Ich finde das ganz schick, muss ich sagen. Achso, das ist die Weste schmutzig. Das ist die Originalweste. Oh, guck mal, mit Blut und so. Das sieht schick aus. Luxuriöser Mantel. Wie ging dieses Spiel denn eigentlich? Konzentration Q Z. Okay. Another sinking near Scotland by the strand for the details. Dann suchen wir erstmal. Ich kann mit dem Kind reden. Schönen guten Tag. Zeitungsartikel über schlimmes Unwetter. Jahrhundertunwetter. Seit zwei Wochen tobt westlich der Küste von Lochaber ein Unwetter, das schon jetzt als Jahrhundertunwetter bezeichnet. Schon viele jetzt als Jahrhundertunwetter bezeichnen. Da es Anzeichen dafür gibt, dass sich die Wetterlage weiter verschärft, sind die Behörden alarmiert. Die Schifffahrt wurde hart getroffen und bereits 34 Schiffe gelten als verschollen. Während dieser Artikel geschrieben wird, steht das Leben von hunderten Seemännern auf dem Spiel, die tapfer ihren Kampf gegen die Elemente führen. Aufgrund der gefährlichen Bedingungen konnten keine Rettungsschiffe der Royal Navy auslaufen. Ihre Majestät Königin Victoria hielt eine Dringlichkeitssitzung mit ihren Ministern über die katastrophale Situation an unserer Küste ab. Überall auf der Welt wird von ähnlichen Phänomenen berichtet, die jedoch mit geringerer Intensität aufzutreten scheinen. In einem anderen Artikel geht es um einen französischen Meisterdieb mit dem Initialen AL, der Scotland Yard zum Narren hält. Wirklich, Mark, Loch aber, nicht Loch aber. Das ist in Schottland. So, da kommen wir her. Wir können mal hochgehen. Oh, wir können auch unten lang. Okay. Waren wir hier schon? Ich kann mal fünf Sachen randalieren. Hier ist ein Bild. Am I mad? This painting wasn't here last time, was it? Doch, doch, das war hier. Am I mad? This painting wasn't here last time, was it? Doch, doch, das war hier. Sherlock. As you were, Watson. Do what you must. Soll ich dir ein Cognac bringen? Prost, Miami, Prost. Jetzt ist die Frage, wo war der Buchhandel? Schon so lange her, dass wir hier in London waren. Hübsches Plakat. Sehr einladend. Sehr, sehr einladend. Ich glaube, da ist ein Schiff versunken bei Schottland. Lock and Key Shop. Jetzt in echt, oder was meinst du, Mark? Das war in der Nähe des Blumenladens, ich erinnere mich.
Hier ist der Buchladen und der Blumenladen. Schönen guten Tag. Mr. Watson, how nice to see you, despite the inclement weather. At least my flowers are enjoying the rainfall. Der erste Fall, den wir falsch gelöst haben. Ich habe eine Karte. For some reason, it makes my skin crawl. Geiles Bild, das möchte ich auch haben. Hundi! Take care of your master. Hundis! Mein Hundi sitzt hier auch neben mir und passt auf mich auf. Damit mir nichts Böses passiert. Schönen guten Tag. It has been a while, Barnes. Dr. Watson. Indeed it has. And good to see you as always. How can I help? Sie scheinen glücklich zu sein. Someone is full of pep. Oh, yes. Mr. Holmes, he was quite the inspiration. Last time you were in town, he offered me some stirring advice, which I have since acted upon. Holmes is nothing if not provocative. Indeed, the thorny truth is often hard to hear, but it did the job, and now my heart is full. I'm glad to hear it. Much obliged, Doctor. Okay, was ist mit Stephensons Wegweisen im Licht? Barnes, does Stevenson's guiding light mean anything to you? Kokain, genau. Kokain. Well, my mind first goes to Robert Louis Stevenson, an up-and-coming author. I've been following his work in the periodicals. Interesting man. I take it his literary pursuits are somewhat of a deviation from the family business. What makes you say that? He wrote a poem. Let me see if I have it still. Yes. Say not of me that weakly I declined the labors of my sires and fled the sea, the towers we founded and the lamps we lit. The labors of his sires. I wonder what they do. I have a book on great British families. If the Stevensons have achieved anything of note, they will be in there. Please, feel free to take a look. It should be on the shelves to the right. Much obliged. Lass mich erstmal, bevor ich dir das Necronomicon gebe, da reingucken. Zu seiner Rechten, oder? Die bedeutsame britische Familie. Dieses Buch ist eine Sammelsurium von Fakten, Geschichten und Gerüchte über bekannte britische Familien und ihre Errungenschaften für das Vereinigte Königreich. Gewissermaßen wissenschaftlich verbrämt und nationalstolz. Okay, muss ich das jetzt noch benutzen? Muss ich jetzt hier kombiniere machen, oder? Offensichtlich ist das ein... Keine Ahnung. Warte. Was haben wir da gelesen? Britische Familie. Aber wir wissen nicht, ob das da... die dazugehören. Okay, wissen wir noch nicht. Also... 19. Jahrhundert, weil er ja gerade neu ist, wenn ich mich nicht täusche. Weil er ja neu war, ja neuer. Schottisch, steht hier auch da. Schottischer Autor. Der folgt nicht, sondern wann sich schriftlich worüber folgendes schrieb. Und. Okay, Errungenschaften. Türme, Laternen zum Leuchten, Schifffahrt? Okay, gut geraten. Gut gewusst. In dem Buch Die bedeutendsten britischen Familien findet sich Stephens kurz Erwähnung, die für den Bau von Leuchttürmen überall in Schottland bekannt sind. Der erste Leuchtturmbauer in der Familie hieß, wie der Schriftsteller Robert Louis Stevenson, ebenfalls Robert. Seit dem Bau des Balrog-Leuchtturms im Jahre 1810 haben die Stevenson in ganz Schottland mit Wunderwerken der zivilisierten maritimen Ingenieurskunst ihre Spuren hinterlassen. Ruhig, Mark. Du Nase. Ganz gleich, ob die Leuchttürme von Robert Stevenson oder von seinen Söhnen Alan, David und Thomas erbaut wurden, die Seeleute, die an Schottlands Küste das Meer befahren haben, ist diesen Familien zu verdanken, dass sie sich dabei sicher fühlen können. Okay, und was bringt mir das jetzt? Dankeschön.
Dann übersetz mal dieses Buch. Last time we met, you mentioned your knack for translating occult texts. I was wondering if you could help me with this book. Certainly, I... Goodness. Where on earth did you procure this grimoire? That's a long story. What do you make of it? It seems to describe pagan rituals, ancient deities. Wow, what a marvel. I can try and translate it for you. Just the pages bearing that symbol. This section, really. Entity of ocean or time. Oh, my. Oh, already on it, as you can tell. If you can have it done at your earliest convenience, that would be lovely. Yay! Bestimmt super. Der war bestimmt, schnupft er in der Nase. Warum? Okay. Do what you want, cause the pirate is free. At your earliest convenience, aka sofort, du Sack. Um was geht es im verschlüsselten Telegramm von Ashmat? Es geht um... Warte, kann ich das mal lesen? Nein. Es geht um die verschlüsselte Nachricht, die Familie Stephson und... Die bedeutet, dass es um Leuchttürme geht. Okay. In der Nachricht geht es um einen Ort, an dem der Kult eine Zusammenkunft plant. Ein von der Familie Stephson erbaute Leuchtturm westlich der Region Loch Arbour in Schottland. Habe ich genau gewusst. Genau gesehen. Wer ist der Anführer des Kults und was verfolgt, welche Ziele verfolgt er? Nichts davon ist wahr. Cool. Das Gefühl, uns fehlen noch ein paar Informationen. Say, do you possess coastal maps of Scotland? Indeed. Have you figured out what the Stevensons are known for? Feats of lighthouse engineering. You have my thanks for the book. My pleasure, Doctor. Do you need any particular part of the coast? Loch Arbour, West Coast. Right then, I'll unroll it on the desk. All yours. In the meantime, I will attend to my translation. Much appreciated. Skirivor-Leuchtturm. Der Skirivor-Leuchtturm befindet sich auf der abgelegenen Insel gleichen Namens südwestlich der bewohnten Insel Tire. Er wurde von Alan Stevenson entworfen und nach 6 Jahren Bauzeit im Jahre 1844 unter seiner Leitung fertiggestellt. Der Leuchtturm ist ein Zeugnis für die Entschlossenheit der Ingenieure und Konstrukteure der British Empire, das Leben der Seeleute sicherer zu machen. Zahlreiche Arbeiter riskierten auf der gefährlichen Felsen ihr Leben, um das Granitblöcken, diesen Granat, für die Sicherheit der Seeleute zu errichten. Boah. Barahad-Leuchtturm. Der Leuchtturm befindet sich auf der schottischen Hybrideninsel Barahad und thront mit seinem Leuchtfeuer über dem Südende der Meeresstraße The Minch, der von Robert Stevenson entworfene und im Jahre 1833 von James Smith aus Inverness erbaute Leuchtturm besteht aus Stein. Mit einer Höhe von 682 Fuß über dem Meeresspiegel ist der am höchsten gelegene Leuchtturm des Vereinigten Königreichs. Granat, nicht Garant, Granat. Der von Alan Stevenson entworfene und im Jahre 1849 von ihm erbaute Leuchtturm befindet sich am westlichen Ende der Halbinsel Ardnamurchan in der Region Loch Arbour. Aufgrund ägyptischer Einflüsse auf seine Bauweise und seine dekorativen Elemente ist der in Schottland einzigartig. Der aus Granit bestehende Leuchtturm erhebt sich mit seinem markanten schwarzen Laternenhaus 118 Fuß über dem Felsen. Rubanangal-Leuchtturm. Nee, ist klar.
Rubanangal bedeutet auf Schottisch-Gälisch Spitze des Fremdlings. Dieser schlichte und doch elegant anmutende Leuchtturm aus Backstein wurde im Jahre 1857 von David und Thomas Stevenson erbaut und war nicht der einzige von den Stevenson in diesem Jahr errichtete Leuchtturm. Er ist 62 Fuß hoch und hat eine Reichweite von 10 Seemeilen für jene Schiffe, die in der Bucht der Isle of Mull verkehren. Granat. Also, wir haben weitere Informationen. Wir haben ganz viele Dings. Und dann haben wir hier eine neue Möglichkeit zu diskutieren. Doctor, look what I just found. Was hast du gefunden? Barnes, have you finished with the book? Yes. I've written out a translation of the section you wanted. It, puts the Grimm in Grimoire. Haha. I thought as much. Long story short, it details macabre rituals, death, Leviathans and the Apocalypse. See for yourself. I must ask you to leave the book with me so I can read more of it. It's compelling. Very compelling. Lassen. Lassen wir ihm das Necronomicon? That's his fetish. Dann würde ich sagen, wir lassen ihm das, oder? Wenn das sein Fetisch ist. Hey Chucky, schön, dass du da bist. Aber bitte keine Flecken hinterlassen. Ja, bitte. Wir sind nicht durch mit Signalis. Wir sind fertig mit Signalis für heute. Das sind wir. Wir sind fertig mit Signalis für heute. So viel möchte ich sagen. Okay, dann würde ich sagen, wir lassen es ihm dann offensichtlich, solange er keine Flecken hinterlässt. You have been of great help, so yes. Excellent. I could barely put it down. Farewell. Oh! Fragt wieder Lesestoff, leih Mr. Barnes das Buch. Ist bestimmt gut, ihm das Necronomicon zu geben. Weg ist es. Thank you for the opportunity, Doctor. Ist es das da hinten? Ist das das Necronomicon? Ja, es ist, glaube ich, das Necronomicon. Ich würde gerne ranzoomen. Kann er denn Rage Quit? Ja, ich habe einen Rage Quit gemacht. Im Endeffekt ja. Im Endeffekt war es ein Rage Quit, ja. Mycroft, here to buy a book on fraternal dysfunction? The Holmes family is beyond counseling, Doctor. True, more deserving of scientific study. What do you want? I came to warn you. Perhaps you have a moment to... Sorry, I reserve Tuesday afternoons for time with friends. I'm worried about Sherlock. He's not well. You should know that he has had episodes in the past. Detachment from reality. He will need your support. Such gall. First you crush him under your boot heel, now you ask me to pick up the pieces. Your emotions are impeding your rationality. He needs to be distracted, diverted into something less harmful. Surely you jest. Only one thing shall truly bring him peace of mind, and that is solving his case. The last case he pursued so doggedly was Cordona. He came home a wreck, and this time I fear he may not return at all. You are not his father, Mycroft. Not anymore. He is a grown man, a brilliant man. I know you care for him. I just wish you also respected him. The crown cannot help you. But I can. Give him this. What is it? A confidential note tied to his case. He may see value in it. Just do not tell him it came from me. Oh, speaking of the crown, perhaps you can help us with another matter? It requires some local knowledge. Oh, ich bin neugierig. Erzählen Sie mir mehr. For your eyes only. Here is a folder with all the details. Oh, ich bin neugierig. Der einsame Beobachter. Ein neuer Fall. Sein Rage Quit war wenigstens nicht so schlimm wie bei mir am Ende von Dead Space 2. Wieso, wie war denn denn Dead Space 2 Rage Quit, Wolfie? In dem Buch wird ein Monster beschrieben, das nicht im Entferntesten an ein menschenähnliches Wesen erinnert. Das hat einen krakenartigen Kopf mit einem Gesicht aus unzähligen Fühlern. Der Körper wird schuppig und mit gummiartig beschrieben. Das Monster soll riesige Krallen an den Hinter- und Vorderfüßen haben und über lange, schmale Flügel verfügen. Wer könnte das nur sein?
Laut Mr. Barnes vorläufige und eilige Übersetzung wird in dem Buch ein heidnisches Ritual beschrieben, dessen Zweck hat, den uralten Gott zu erwecken, der unter dem Grund des Meeres schlummert. Teil dieses Rituals ist ein spezieller Gesang, den die stärksten Menschen jeder Ethnie auf der Erde anstimmen, bevor sie für die Erweckung des Gottes geopfert werden. Ein Geschöpf mit pechschwarzem Gesicht, das einer ägyptischen Sphinx ähnelt, muss dem Ritual beiwohnen. Verläuft das Ritual erfolgreich, wird die Welt, wie wir sie kennen, zerstört. Cool. Kommt noch? Okay. Instruktion von Mycroft. Einer unserer Informanten, Philip Hawk, hat sich seit mehreren Tagen nicht bei uns gemeldet. Bitte finden Sie heraus, was da vor sich geht. Hawk hat unweit seiner Wohnung Nachforschung für uns angestellt. Er ist querschnittsgelähmt und wohnt in der Nachbarschaft eines ihrer Klienten, Captain Stenwick. Statten Sie mir Bericht, wenn Sie bei ihm waren. Sie finden mich in der Buchhandlung. Was? Lord H.P. Rochester, Milliardär aus London, heiratete eine amerikanische Frau, hatte einen Sohn namens Archibald, der nach Abschluss seiner schulischen Ausbildung und Erreichen der Volljährigkeit in die östliche Kolonie zog, um die Geschäfte seines Vaters zu übernehmen. Archibald Rochester besaß zahlreiche Edelsteinminen in Australien und Firmenbeteiligungen in England. Sein Vermögen stieg dank seiner Geschäfte mit Edelsteinen stark an. Im Jahre 1857 unternahm er eine Schiffsreise nach England. Das Schiff geriet in ein Unwetter und sank. Keine Überlebenden, weder seine Leiche noch seine Edelsteine wurden damals gefunden. Kurz darauf starb sein Vater Lord H.P. Rochester, worauf Lady Rochester nach Boston zog und dort ebenfalls verstarb. Mehrere der dokumentierten Edelsteine sind vor kurzem wieder aufgetaucht und können unter anderem in Banken in Louisiana sowie den Instituten schwarzen Edelweiß in Verbindung gefunden. Ah, I see. So, also, wer ist der Anführer und welches Ziel verfolgt er? Ich würde sagen, es ist Rochester, der ist nämlich nicht tot. Er möchte einen uralten Gott erwachen. Okay, dann fehlt noch der richtige... Das müsste der sein, ja. Der war nämlich westlich. Archibald Rochester ist am Leben der geistige Führer des Kults. Er hat vor, ein gigantisches Ritual am Ardnamurchan, wie auch immer, Leuchtturm durchzuführen. Okay. Cool. Aber wir müssen jetzt erstmal, würde ich sagen, den da finden. Und der müsste hier in der Nähe von Stenricks Haus sein. Er wohnt in der Nähe, in der Nachbarschaft von Captain Stenwick. Can you satisfy my curiosity? I can't tell you, because I don't know. Yo, I don't know. Okay. Lock and Key. Schönen guten Tag, kann ich mit euch reden? Nein. Okay. In der Nachbarschaft wird doch hier wirklich so sein, dass man direkt daneben sein muss, oder? Oh. Offensichtlich habe ich einen Ermittlungsort gefunden. Hä? Ist das nicht hier? Gassi? Mit wem gehst denn du Gassi, Maemi?
So, es war doch das hier. Okay. Ah. Oh. His face and neck are swollen, and I can see wasp stings all over the skin. Royal Berkshire Regiment. Only his right arm was functional. His left arm was paralyzed in the war. Oh, hieß der Jim. Seine unvollendete Notizen. 5.45 Uhr, Kutsche mit vermummten Besucher eingetroffen. Kutsche abgefahren, Besucher blieb im Gebäude. Kiste mit Gold aus dem kaiserlichen Japan eingetroffen. Kisten werden immer noch verladen. Letzte Kiste wurde Botschaft gebracht. Osmanischer Hirnkundung sein Stock. Zu sehen sind Karten von A map of possible routes taken from the embassy. I thought only Sherlock was capable of this kind of deduction. Near perfect camouflage. It makes me wonder if Mycroft also spies on our suite in Baker Street. Hä, wieso, was ist denn, hä? Ach so, dieses Gestrüpp ist in Wirklichkeit gar kein Gestrüpp. Ach so. Wohin guckst du denn? The spyglass was positioned to watch the windows of the embassy across the road. Okay. Aber er wurde von Wespen totgestochen. Hier ist aber kein Wespennest. Oh. A wasp's nest. They might attack if someone draws too close or are otherwise provoked. Oh. Much like London itself. Unlike Holmes, I don't carry lockpicks. Aber der Mann wird doch einen bestimmten Schlüssel dabei haben. Nicht, Gott hat keinen Schlüssel dabei. Dann mal auf zur japanischen Botschaft, scheinbar. Wenn er das hier beobachtete. Gut, oder auch nicht. Haben wir jetzt alles, was wir davon wissen sollten? Ich habe ihn gefunden. Lass uns mal mit, unserem Freund reden. Warum haben sie nicht aus dem Haus heraus beobachtet? Weil er keinen Schlüssel hat. Please let Mr. Holmes know that he may always read the latest strand at no cost. I'm sorry, I have bad news. Please do not tell me Hawk is a turncoat. Worse. Yeah. I found him dead in his wheelchair, out in the garden. Hmm. How did he die? Exactly. He was stung repeatedly by wasps. His body succumbed to anaphylaxis. And that is all you observed? Was there anything suspicious? Well, there was one thing. In his notes I found a handwritten M, but it didn't match Hawke's other writing. Listen carefully, Doctor. Do not investigate further. Do not talk about this matter to anyone, and do not ask questions. Thank you. Now leave it alone. Das ist sehr sus. Ja, sehr, sehr sus. Kann ich denn da jetzt noch weiter forschen? Ich habe das Gefühl, dass ich aber diesen, dass ich den aber nicht fertig erkundet habe, den Punkt. Ob ich mit Sherlock dann nochmal hingehen kann?
Hätte ich das vielleicht gar nicht berichten sollen und mit Sherlock da nochmal hingehen müssen? Oh no! Ich hätte es machen müssen, verdammt! Shit! Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen! Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da! Danke!